Hallo meine Lieben, genau, wir drehen Wunschpartner Stier jetzt dran. Also Wunschpartner Horoskop Stier. Okay? Aber ich werde am Schluss noch eine Karte für dich ziehen, wo zuguckt, was bei dir los ist. Okay? Also, dann beginne ich. Stier, was ist los beim Wunschpartner mit Stier Sternzeichen? Ja? Wie, wie, wie. Befreiung. Alles, was mich und mein Leben negativ beeinflusst, mir nicht gut tut, wird jetzt endlich konsequent von mir aussortiert. Also, es ist Stier, Sternzeichen, Wunschpartner ist am Aussortieren in sein Leben. Das Glas ist nicht mehr halb leer, sondern halb voll für mich. Ich sehe vieles nun anders. Ich versuche positiver zu denken und Positives in mein Leben zu ziehen. Und das Gleiche solltest du auch tun. Was ist los? Mit diesem Wunschpartner. Oh, er ist sehr ein Charmeur. Er handelt zu schnell in sein Leben. Ja, er ist sehr ungeduldig, was sein Lebensziele. Er möchte schnell erreichen, also ungeduldiger Mensch. Ja. Kann sein, dass er Krebs, Skorpion, Fische, Wasserelement in seinen Charts hat. Oh. Vergangenheit. Vergangenheit. Eine Karte bitte. Er hat viel Verpflichtungen und finanzielles und Karriere ist dieser Wunschpartner sehr wichtig. Ja, also in vielerlei in seinem Leben, ja, er ist nicht ein Mensch, der sein Problem löst, ja, er belügt sich selbst dabei und das bringt Unsicherheit in sein Leben, ja, wichtige Erkenntnisse blendet er aus, also er ist nicht so der Realistische, versteht ihr, was ich meine, in seinem eigenen Leben, ja. Entscheidung treffen ist er unsicher, keine Durchsichtigkeit. Klar, kluge Entscheidung zu der wichtigen Erkenntnisse, Problem lösen. Also er schiebt sich immer vor sich hin. Versteht ihr, was ich meine? Und hier, er möchte aber kein, er ist nicht so der Streittyp. Ja, er ist sehr entspannt, ja. Und er möchte immer eine friedliche, harmonische Umgebung haben in seinem Leben. Aber was ihm sehr viel Problem bringt in seinem Leben auf Liebesebene, ist, dass er nicht so für die Liebe sich Zeit nimmt. Schon in der Vergangenheit viel Verpflichtungen. Ja? Ich kann nicht ausschließen für ein paar Prozent da draußen, dass dieser Stierwunschpartner Verpflichtungen hat mit sogar Kinder, Ex-Partnerin, Ex-Partner von Vergangenes. Und deswegen ist er durcheinander in Sachen Liebe. Er weiß nicht, was er will. Und er hat schon die Hoffnung verloren. In irgendeiner Situation ist er erschöpft und er ist in Heilungsphase. Dieser Mensch ist in Heilungsphase, weil er schon vieles durchmachen musste. In der Vergangenheit. Ja, er war nicht realistisch über die Situation mit Ex-Partner, Ex-Partnerin oder Ex-Beziehungen. Und das hat Schwierigkeiten, anstatt Problem zu lösen. Obwohl nicht ein Streittyp ist, aber er läuft davon.
anstatt zu lösen, zu sehen, was sind Alternativen und Entscheidungen treffen, er hat Mühe damit. Ja? Und das belastet ihn schon bis in Zukunft hinein. Bis Zukunft, ja, hat er Hoffnungslosigkeit über diese Situation gegenüber seinen Verpflichtungen. Ich kann nicht ausschließen, dass er sogar Kinder hat von Ex-Partnerin, Ex-Partner. Ja, er hat nicht einfach mit Ex-Beziehung. Und wenn Kinder sogar gewisse Leute Prozent haben noch Kinder, Verpflichtungen. Und das alles muss ihm klar bewusst werden, dass er das regeln muss und nicht davon laufen muss. Deswegen, er ist jetzt ihm klar geworden, er reflektiert über sein Leben, ist ihm klar geworden, dass er das muss ändern. Und das wird er auch. Ja? Ihm geht es nicht gut. Du musst geduldig sein mit diesem Wunschpartner. Und er ist im Heilungsprozess, damit er einen Neubeginn möchte, und das wird er dich mitteilen. Aber wenn er soweit ist, meine Liebe, ne? Wenn er soweit ist. Okay, jetzt noch eine Botschaft über ihn. Ne? Stier, Wunschpartner. Erdung, ja, siehst du? Zurück zur Realität. Was habe ich nach Hause kommen? So ein neugieriger Traum. Das ist das, was ich meine. Er muss sich erden. Er muss sein Leben wieder in der Hand nehmen. Deshalb ist er momentan am Aussortieren. Was tut mir gut, was ist noch für mich okay, was nicht, wie muss ich über mich, also er reflektiert viel über sich, wie ein Spiegelbild, oder? Er reflektiert viel über sich, er erdet sich, zurück zur Realität, er muss sein Leben in Ordnung bringen, deswegen Hausputz, der macht momentan Hausputz. Ei, meine Beine. Ich möchte hier im Seelenebene diese Wunschpartner. Jetzt weißt du, woran du bist. Ja? Und warum? Ich merke, hier ist ein bisschen in Rückzug, ja, vor allem in der Kommunikation mit dir. Jetzt weißt du aber warum. Ja? Jetzt weißt du warum. Ja? Er muss viele Baustellen in seinem Leben. Er wird Erfolg haben. Ja? Er kommt aus sich hinaus. Er wird Erfolg haben. Mit das, was er tut, ja, und Reife, das alles für diesen Wunschpartner, was er durchmacht, diese Transformationsentwicklung für ihn selber, das dient alles für seine Reife, Reifung, dass er reifer wird als Mensch. Noch eine. Wunschpartner Stier. Ja, Verständnis. Jetzt Erdung, jetzt sieht er klar. Jetzt sieht er alles klar. Diese Unsicherheit in Zukunft wird sich ändern. Ja, wird weggehen. Jetzt hat er für alles Verständnis, was in seinem Leben passiert ist. Ob negativ oder positiv. Das ist diese Reihe mit dem Stromschwimmen. Er kommt wieder. In seinem Leben. Es geht vorwärts, es bewegt sich, das meine ich. Und deswegen ist ihm das klar geworden. Ich muss etwas ändern, so geht es nicht. Und das ist dieser Befreiungsschlag. Verstehst du? Wozu guckt? Was mit, gerade mit deinem Wunschpartner? Er ist im Wandel. Er macht eine Wandlung durch. Als Mensch
macht er eine Wandlung durch. Jetzt für dich, wo zuguckt, hier, eine Botschaft von den Engels. Für dich. Bitte andere um Hilfe. Diese Situation, dieser Wunschpartner nimmt dich sehr mit. Ja, du weißt nicht mehr, wo du stehst. Komm wieder zu dir, weil das merke ich hier. Und mit, du willst alles mit dir allein machen, ja? Du hast dich anders vorgestellt. Du fragst viel um deine Engels, ja? Um die Zeichen und Antworten. Aber jetzt weißt du, woran du bist bei diesem Wunschpartner, meine Liebe. Er ist eine Liebeskarte für dich. Oh, schau mal. Wenn mit diesem Wunschpartner nicht klappt und du hast, sagst, ich mache da nicht mehr länger mit. Ich verstehe das, ja, weil das merke ich hier. Kommt ein neuer Seelenpartner in Zukunft auf dich zu? Noch eine Karte für diejenigen, die zuschauen, bitte. Eine Botschaft. Ja, abwarten. Überstürze nichts. Lass die Dinge ihren Lauf nehmen. Ja, ob du mit diesem Wunschpartner nochmal eine Chance gibst oder geduldig bist, bis er sich meldet oder weitergehst, weiterziehst in dein Leben, das ist dich überlassen. Aber überstürze nicht mit deiner Entscheidung. Sei klar, was du willst. Verstehst du? Weil ich merke diese Unsicherheit, soll ich warten, soll ich nicht warten? Oder wie entwickelt sich? Aber jetzt hast du deine Antworten. Alles Gute. Bye.